Hallihallo Minecraft-Freunde, willkommen zu meiner wunderschönen ME-System-Baufolge. Wie schon gesagt, heute wollen wir endlich damit beginnen, unser ME-System zu bauen. Nachdem ich jetzt hier in diesem Zeitraffer die Erzautomatisierung gemacht habe, die so richtig krass funktioniert, ich kann es mal kurz zeigen, will ich heute endlich mal richtig Speicherplatz dafür bauen. Hier, das ist irgendwie das Erzeugnis von einem dreiviertelsten Tag. Auch hier Redstone voll, Lapis Lazuli fast voll, Eisenkiste und vor allem hier Dias. Ich habe auch Minizio angepflanzt, also auf jeden Fall richtig krass. Und ich habe hier hinten auch bereits Barrels komplett voll mit den jeweiligen Rohstoffen. Und darum muss jetzt ein ME-System her. Und dafür habe ich mir offline schon mal ein bisschen Mühe gemacht und ein paar Sachen vorbereitet. Und alles, was ich vorbereitet habe, befindet sich jetzt nun in dieser Dia-Kiste. Ich öffne die mal. Und dann seht ihr hier bereits die ersten Crafting-Rezepte, die vorbereitet sind. Außerdem steht hier Alloy-Smelter und Pulverizer an den Strom schon angeschlossen, weil ich da ein paar Sachen brauche. Okay, beginnen wir einfach mal hier zu suchen. Add Applied Energistics. Und zuerst benötigen wir für unser ME-System den ME-Drive, eigentlich brauchen wir da diese ME-Kabel zuerst. Machen wir zuerst diese ME-Kabel hier. Dazu brauchen wir das hier, diese Flux-Crystals. Und um diese Flux-Crystals zu bekommen, müssen wir Sand und Zetusquarz-Dust in ein Wasserbecken werfen. So. Und dann müssen die irgendwie gleich plopp machen. Und dann müssen diese Pure Flux Crystals entstehen. Ansonsten habe ich irgendwo auch noch, warte, ich glaube hier drüben. Ja genau, Charged Zertus Quarz und Zertus Quarz an sich. Keine Ahnung, warum funktioniert das gerade nicht? Dauert das nur, oder? Drop a Flux Seed. Ach, Flux Seed. Okay. Okay, also so leicht funktioniert das dann doch nicht. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, indem man Zertus Quartz oder Charged Zertus Quartz, weiß ich nicht so genau, nimmt. Und vielleicht mache ich mir mal solche Zertus Quartz Seeds. Ich glaube, das mache ich mal schnell. So, genau. Hier diese wunderbaren Zertus Quartz Seeds. Das kann hier wieder rein. Das kann hier wieder rein. Und dann nehme ich mir ein bisschen Erde raus. Da sollte ja ein kleines bisschen liegen, ja. Und züchte mir einfach hier mal ein bisschen Zertusquarz. Kann sein, dass irgendwie, ja, die Musik aus ist. So. Und ja, dann mache ich das jetzt einfach mal. Züchte mir ein bisschen Zertusquarz mit den Pflanzen. Und wir sehen uns dann gleich. Okay. Also ich habe jetzt hier insgesamt mir fast 2 Stacks davon gemacht. Und da kam dann auch ein bisschen was von der Essenz zusammen. Und zwar hier, genau. Die crafte ich mal zusammen und da bekomme ich jetzt die Zertusquarz-Ores raus. Und die kann ich jetzt wiederum abbauen mit meiner wunderbaren Spitzhacke, auf der ich natürlich Glück drauf habe. Und dann da super viel Zertusquarz rausbekommen. Und zwar insgesamt exakt 1 Stack Zertusquarz, den wir jetzt haben. Okay, ja, warum nicht? So, und dann müssen wir uns jetzt erstmal einen Charger bauen. Der ist hier und dafür brauchen wir zuerst mal die hier. Und jetzt will ich mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich... Irgendwie musst du da Sand und sowas zusammencraften. Ah, so, okay. Und wenn ich jetzt... Soll ich jetzt die hier in Wasser werfen? Ich denke mal, da sollte jetzt irgendwas passieren, also mache ich mal einen kurzen Cut. Okay, ich habe Zertus Quartz Seeds und keine Flux Seeds gemacht. Also machen wir das doch mit dem Charged Zertus Quartz. Also hier das, wovon ich nur super wenig habe. Nehme ich jetzt und zusammen mit einem Redstone und einem Nether Quartz muss ich das da jetzt irgendwie reinwerfen. Also, wo ist das Redstone? Da, da. Und jetzt, wartet. Nochmal nachlesen, dass ich nichts Falsches mache. Und hier dieses Rezept. Und da steht jetzt
Ein Netherquarz, Zertusquarz, gechargedes und ein Redstone Dust. Genau. Also, rein, rein, rein. Oh, das blitzt. Und dann haben wir zwei Flux Crystals. Oh nein, stimmt. Lol, man bekommt zwei raus. Okay. Dann können wir uns den jetzt machen, den Charger. Und für den Charger, das hatte ich. Warte, hatte ich das Rezept hier schon drin? Nee, aber das ist jetzt nicht so schwierig. Brauche ich jetzt ein Iron zu. Davon haben wir, glaube ich, genügend. Hä, vor allem brauche ich ein Iron zu, hä? Ich brauche doch mehr als ein Iron dazu. Und dann haben wir hier den Charger. Und das Problem ist am Charger, der nimmt keine RF. Der nimmt kein RF als Strom. Ich platziere ihn erstmal provisorisch nach hier. So, und nehme hier mal Zettel Quarz, kann ich hier reinlegen. Kann ich rausnehmen, aber das wird das wird noch nicht gecharged. Und dafür muss ich jetzt erstmal den Energy Acceptor machen. Ich weiß blöderweise gerade nicht, wo der ist. Ich suche den einfach mal. Energy Acceptor. Genau. Da brauchen wir wieder so ein Flux Crystal. Ich glaube, ich mache erstmal meine kompletten gecharged Zertus Quarze zu Flux Crystals, denn ich glaube, davon werde ich was brauchen. Yay! Obwohl, na gut, wenn ich jetzt den einen gecharged hier übrig habe, dann ist das jetzt halt erstmal so. Und, okay, also hier, Redstone, und Quarzglas, das habe ich hier schon vorbereitet gehabt. Das heißt hier, nehmen, in die Werkbank und jetzt Quarzglas herstellen, super viel Quarzglas herstellen. Und dann haben wir hier einen Energy Acceptor. Das Quarz tue ich einfach mal hier rein. Und den stellen wir jetzt mal nach hier. Und fliegen dann mal nach unten und schließen den an das Stromnetzwerk an. Wo war der? Hier. Nein, die Blöcke sind runtergefallen. Okay, dann habe ich jetzt halt Pech gehabt. Ich bräuchte aber mal noch solche Energy Cables. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die noch nicht alle sind, denn ich brauche wirklich nicht mehr viele davon. Nur noch ein ganz kleines bisschen. Aber ich befürchte, dass die Energy Cable alle sind. Das heißt, ich muss demnächst nochmal welche machen. Ich gucke jetzt noch einmal hier überall durch. Wenn da nichts ist, dann habe ich Pech gehabt. Ist nichts, okay, dann habe ich Pech gehabt. Also nehme ich diesen Energy Acceptor und place ihn nach hier unten. Und keine Ahnung, ich habe gerade nichts zum Bauen, also nehme ich einfach einen Eisenblock und setze den hier unten rein. Dann werde ich dann hier daraus so ein Kabel rausleiten. Das kann ich auch mal schnell machen. Das ist das Fluix mit X. Ja, mit X. ME Glass Cable. Nicht das Fluix Cable. Nee, okay, dann das. Das heißt, wir brauchen Quarzvibre. Das hatte ich auch schon vorbereitet hier unten. Und hier das. Machen wir super viel davon. Und jetzt muss ich dann doch nochmal Redstone und Netherquarz holen. Denn wir brauchen noch mehr von diesen Flux-Crystals. Noch sehr viel mehr von diesen Flux-Crystals. Hier ist Netherquarz. So, und jetzt charged. Gecharged Status Quartz habe ich auch wieder hier reingetan gehabt. Hier. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Dann blitzt das. Und dann habe ich wieder drei davon. Das heißt, jetzt. Oh, das Rezept ist so teuer. Aber egal, es muss sein. Hier dran. Vorne dran vielleicht. So. Hä? Wieso verbindet der sich nicht? Warte, aber der Akzeptor, der macht schon was, ja? Habe ich jetzt die falschen Kabel gemacht? Da habe ich so eine Idee. Tada, es funktioniert. Okay, das heißt, wir können jetzt hier erstmal unser Zertus Quarz chargen. Also Rechtsklick rein. Und nach einer Zeit sollte das dann gecharged sein. Okay, das war zu früh. Und hier unten der Energy Acceptor funktioniert auch schon richtig
gut. Okay, jetzt ist Zertusquarz, Charged Zertusquarz, aber ich kann es so mies aussprechen. Und das mache ich jetzt einfach hier so ein paar Mal, bis ich ein bisschen was habe. Okay, dann haben wir jetzt hier erstmal 18 Charged Zertusquarz. Och man, ich hasse diesen Namen auszusprechen. So, da brauchen wir ein bisschen was an Netherquarz und ein bisschen was an Redstone. Na gut, Redstone sollte uns jetzt ja, an Redstone sollte es uns ja jetzt nicht mehr mangeln. 18 Stück. Und jetzt in dieses wunderschöne Wasserbecken rein. Rein damit. Und jetzt haben wir 37 von den Flux-Crystals. Das würde ich doch mal als nice betrachten, ne? Und jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen miesen Zeug. Dieses ganze Gecrafte. Und zwar die ganzen Maschinen hier. ME-Driver. Beginnen wir einfach mal damit. Und da brauchen wir den Engineering-Prozessor. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Silikon. Silikon bekommen wir, indem wir Zertusquarz schmelzen. Also werde ich das erstmal machen hier. Alloy Smelter rein. Dann wird hier ein bisschen Silikon hergestellt. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr. Und dann können wir schon mal den Inscriber machen, denn den brauchen wir jetzt dafür. Inscriber, diesen hier. Und dafür habe ich jetzt auch bereits das Crafting-Rezept vorbereitet. Der Pfeil hier, der sollte den symbolisieren, den Flux-Crystal. Also Flux-Crystal und dann Eisen, so. Dann haben wir den Inscriber. Den stelle ich, funktioniert auch von oben, ja. Sehr schön. Und dann haben wir hier unten Silikon. Und ich habe auch durch Lootbags bereits alle Patterns bekommen. Ne, wie heißen die? Inscriber. Okay. Inscriber Press. Habe ich alle bekommen. Von daher können wir das jetzt machen. Also nochmal Add, Applied, Engineers. Und dann den Silicon Prozessor. Dafür brauchen wir diesen hier. In den Inscriber rein und Silikon dazu und dann bekommen wir den raus. Die Frage ist, brauchen wir da viele? Ich mache einfach mal mehrere davon. Hier unten ist auch schon wieder schön viel Silikon, davon brauche ich auch auf jeden Fall was. Probiere ich einfach mal mit 3 Stück. Das Silikon kann ich erstmal wieder hier rein tun und genau. Hier, jetzt, jetzt brauche ich Redstone und ein Printed Engineering Prozessor. Also brauche ich jetzt den Engineering Prozessor und Diamanten. Diamanten haben wir zum Glück genügend. Ich nehme hier einfach mal ein bisschen was raus. Nehmen wir mal einen Stack. So. Inscriber. Okay, das war gerade irgendwie, sah irgendwie ein bisschen komisch aus, würde gleich explodieren. So, dann machen wir hier den ersten, zweiten, dritten. Dann haben wir den ersten Painted Engineering Circuit. Und jetzt kommt gleich der dritte. Warte noch. Und das Redstone. Ich nehme einfach mal gleich den ganzen Stack mit, denn Redstone brauche ich garantiert eh wieder. Jetzt brauchen wir diese und Redstone dazu. Und dann wird das zu so einem goldenen Dings. Genau, oder? Warte, war das der goldene? Den goldenen hat man auch gebraucht. Oder? Nee, warte, ist das der? Engineering Prozessor? Ja, das ist der schon. Nice. So, also rein und rein. Das ist so ein bisschen übrig, das Material. Das tue ich einfach wieder raus. Hier die Prozessoren und dieser Prozessor. Und jetzt müssen wir für den ME-Drive nochmal solche Cables machen. Davon brauchen wir garantiert eh nochmal was. Also mache ich da erstmal ein bisschen was reichlich. Machen wir einfach mal so ein paar raus. Und jetzt ME-Driver. Stelle ich hier hin.
Und dann funktioniert der bereits. Das heißt, es fehlt noch die Storage Cells und das ME Terminal. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und wie ihr, denke ich mal, feststellen werdet, wenn ihr diese Folge guckt, heute wird eine Doppelfolge rauskommen. Das heißt, ich werde das ME-System einfach an einem Tag hochladen, auf zwei Folgen aufgeteilt, weil solche XXL-Folgen weniger gut ankommen, aber Doppelfolgen irgendwie besser. Also, warum habe ich eigentlich Chunks aktiviert?